Herzlich willkommen, meine Lieben. Wir sind hier bei einem neuen Video und zwar geht es heute um Survival Fountain of Youth, ein neues Survival-Game, was erschienen ist am 19. April auf Steam. Hierbei geht es darum, dass ihr auf einer Insel strandet und überleben müsst und ihr könnt direkt so viel falsch machen. Deswegen dachte ich mir, mache ich einen kleinen Guide mit so ein paar Beginner-Tipps, was ihr wissen solltet, bevor ihr ein Spiel startet. Als allererstes starten wir ein neues Spiel. Hierbei ist schon die erste wichtige Entscheidung, nämlich Tutorial skippen, ja oder nein. Skippt es am besten nicht, denn im Tutorial lernt ihr blocken und angreifen. Das ist sehr wichtig, weil das am Anfang etwas komplizierter wirkt. Macht das auf jeden Fall mit. Dann gibt es das Weitere, und zwar die Schwierigkeit. Die entscheidet natürlich, wie viel Schaden ihr bekommt, wie viel Verletzungsgefahr und so weiter. Aber der wichtigste Punkt hierbei ist, dass es entscheidet, wie viel Gegenstände ihr mitnehmen dürft. Ja, das ist so ein bisschen wie bei Seven vs. Wild. Je erfahrener ihr seid, desto weniger Gegenstände. Also sehr einfach, könnt ihr 3 mitnehmen, bei einfach ebenfalls 3, bei normal 2, bei schwer 1 und bei sehr schwer gar kein Gegenstand mehr. Wir gehen jetzt mal mit sehr einfach rein, bestätigen das Ganze und dann zeige ich euch mal die Gegenstände. Wenn ihr das Tutorial nicht skippt, könnt ihr hier das Kämpfen üben. Ja, das ist relativ schwierig, gerade das Blocken richtig zu timen. Wie ihr jetzt sehen könnt, kriege ich keinen Schaden, wenn ich rechtzeitig drücke. Ansonsten kriegt ihr immer Schaden und das ist schwierig. Das Gleiche gilt fürs Angreifen. Das Angreifen ist etwas schwieriger. Hierbei ist zu empfehlen, dass ihr gedrückt haltet, bis das Rote kommt. Und dann, sobald das Tier auf euch zurennt, dann zustoßt. Zack. Das macht ihr 2-mal. Und dann sollte es auch schon gewesen sein. Zack. Erledigt. Ja, übt das hier, gerade das Blocken am Anfang, damit ihr hier keine Probleme bekommt. Wenn ihr das ganze Spiel dann startet, entweder mit Tutorial oder mit dem ganzen normalen Spiel ohne Tutorial, kommt ihr in diese Szene hier, wo das Schiff kentert und euer Abenteuer beginnt. Wichtig hierbei ist jetzt, dass ihr bei der Gegenstandsauswahl nicht die falsche Entscheidung trefft. Natürlich gibt es per se keine falsche Entscheidung, alle Gegenstände sind fein, aber es gibt eine Best Choice und die zeige ich euch jetzt. Gebt die Karte auf und dann geht an die Kiste. Wie ihr jetzt sehen könnt, spiele ich gerade auf einfach, um euch das zu zeigen und ihr könnt 3 Gegenstände auswählen. Die besten Gegenstände, aus meiner Erfahrung heraus, sind natürlich der Rucksack, damit ihr mehr Sachen mitnehmen könnt. Und der Marinemantel. Dieser schützt euch nämlich vor Wetter- und Tierangriffen und allem drum und dran. Und er kann repariert werden. Alle anderen Gegenstände sind eher bedingt nutzbar. Wir haben hier einmal den Eisenfeuerstein. Ja, zum Anschieben Feuer könnt ihr auch einfach andere Sachen nehmen. Die Angel könnt ihr relativ einfach selber bauen. Und vor allem am Anfang könnt ihr gar nicht so viel angeln, weil es noch nicht genug Würmer und so gibt zum schnell finden. Ein Eisenspeer. Kann man mitnehmen, braucht man aber auch nicht. Genauso wie die Eisenaxt, das Eisenmesser und den Proviant braucht ihr auch nicht. Genauso wie die Medizintasche. Ja? Braucht ihr alles nicht. Ich nehme jetzt nochmal die Pistole mit, damit ihr die mal sehen könnt. Aber ansonsten, Empfehlung ist immer Rucksack und Marinemantel. Solltet ihr auf schwer spielen und nur einen Gegenstand mitnehmen können, würde ich euch die Marinemantel empfehlen. Denn einen Rucksack kann man später auch relativ schnell bauen. Somit beginnt euer Abenteuer und ihr wacht am Strand auf mit euren ausgewählten Gegenständen. Hier empfiehlt sich jetzt zum Beginn mehrere Sachen zu tun. Als allererstes gehen wir ins Inventar und ziehen die Klamotten an, die wir gerade gefunden haben. Ja, den Mantel haben wir schon an, wie ihr sehen könnt, schützt vor Sonne, schützt vor Wind, schützt vor Regen, schützt vor Kälte, hat erhöhte Rüstung und verringert die Chance auf Vergiftung und Verwundung. Das ist sehr gut am Anfang und ihr seht hier mit Reparieren drücken, braucht ihr nur ein bisschen Leder und Sehnenfaden und die kriegt man relativ schnell gefarmt. So. Der Rucksack gibt euch mehr Plätze und zwar ganze 22 Taschenplätze mehr. Dadurch habt ihr viel mehr Platz und viel mehr Kapazität zum Tragen. Okay, an Land angekommen, seht ihr unten links, dass ihr eine Anzeige habt, hier unten, für Essen, Trinken und so weiter. Diese Anzeige zeigt euch dann, wie viel Hunger ihr habt, wie viel Wasser ihr braucht und wie viel Energie ihr noch habt, um Sachen zu machen. Darunter eure Lebensanzeige, ganz wichtig, die ist am Ende rot, dazu kommen wir später nochmal, erstmal ignorieren. Ja, hier seht ihr immer das Wetter und auch die Uhrzeit. Und hier seht ihr momentan eure Effekte. Hier immer ein Auge drauf halten, zum Beispiel mit dem Tode nahe. Maximale Gesundheit minus 30 reduziert. Kann geheilt werden durch Medizin nehmen, das Wasser des Lebens. Tut das nicht. Es gibt nur 4 Wasser des Lebens auf der gesamten Insel. Ja, und diese heilen 30 Gesundheit. Dementsprechend nutzt das erst, wenn ihr 30 Gesundheit verloren habt. Als nächstes, wenn ihr am Strand angekommen seid, ist der erste Tipp, ins Wasser gehen. Geht ins Wasser. Ja, hier im Wasser findet ihr relativ schnell, wenn ihr ein bisschen schwimmt, Seeigel und Seesterne. Und die wollen wir. Ja, Seesterne und Seeigel. Denn diese sind gerade für den Anfang sehr, sehr gutes Essen und auch Trinken. So, da ist noch einer, nehmen wir auch noch mit. Zack. Daraus könnt ihr direkt zu Beginn schon Essen und Trinken herstellen, was sehr lang haltbar ist. Das seht ihr hier, Essen, ja, dafür braucht ihr jeweils einen Seeigel und einen Seestern. Das könnt ihr einfach craften. Und dann seht ihr das in eurem Inventar.
Und diese Sachen halten einfach 13 Tage und dadurch könnt ihr die sehr gut mitschleppen. Die geben euch 15 Essen und 9 Wasser. Einfach runtertauchen findet ihr relativ schnell. So, nachdem ihr am Strand euch die Seeigel geholt habt und die Seesterne geholt habt für Essen, ist hier der nächste Spot. Hier vorne ist der Strand, an dem ihr gespawnt seid. Und direkt hier drüben, am Berg entlang, findet ihr diese kleine Stelle mit diesen Bäumen hier hinten. Ja, eben lauft ihr dran vorbei, killt vielleicht kurz dieses Wiesel. Ich muss kurz einmal. Und dann habt ihr hier nämlich wunderschöne Bäume. Diese könnt ihr ernten, die haben Orangen und diese Orangen sind super für eure Nahrung. Nehmt am Anfang nicht alle mit, ja, weil davon habt ihr erstmal genug. Und wie ihr sehen könnt, die geben Essen plus Wasser und das en masse. Ja. Ebenso Eier, ganz wichtige Zutat Eier. Wenn ihr auf einen Baum klettert, wie hier vorne, dieser Kartografbaum, der hier vorne ist, hier oben. Ja, hier ist ein Baum zu kartografieren. Auf diesen Bäumen ist immer ein Vogelnest, bei dem ihr ungefähr 10 Eier bekommt. Ja, einfach hochklettern, Eier pflücken und wieder raus. Das sollte am Anfang helfen, eure Nahrung aufzubauen und dass ihr erstmal Nahrung en masse habt. Kommen wir zum nächsten Tipp. Wenn ihr diesen Weg hier von diesen Orangenbäumen weiter entlang lauft, direkt am Berg entlang, kommt es zu der Stelle hier, wo ich jetzt bin. Hier seht ihr einen Kopf, den ihr scannen könnt, ja, den Steinkopf. Und dann seht ihr hier einen Berg, einen Weg, der in die Berge geht. Diesen Weg geht ihr entlang. Wenn ihr diesem Weg folgt, findet ihr Steine und alle möglichen anderen Sachen. Aber der wichtigste Part, den zeige ich euch jetzt. Wenn ihr den ganzen Weg nach oben gelaufen seid, den Berg entlang, kommt ihr an dieses Gerüst hier. Bei diesem Gerüst klettert ihr hoch und dort findet ihr ganz wunderbar eine Spitzhacke, die ihr kostenlos mitnehmen könnt. Diese Spitzhacke hebt ihr auf und schon könnt ihr hier unten zum Beispiel diese Steinbrüche abbauen. Zeige ich euch einmal. Hier. Und dann könnt ihr diese Steinbrüche hier abbauen, wo ihr dann zum Beispiel sehr schnell Stein bekommt. Ja? Danach folgt ihr dem Weg weiter. Ihr geht weiter nach oben und holt euch noch einen zweiten Gegenstand, der kostenlos ist, den ihr relativ schnell bekommt und der euch im Spiel wahnsinnig viel hilft. Dazu geht ihr den Weg hier einfach weiter und ich spule wieder ein bisschen vor oder lasse den Schnelldurchlauf. Dass ihr seht, wo es lang geht. Einfach den Berg weiter entlang laufen. Nachdem ihr den Weg lang gelaufen seid, kommt ihr zu dieser Höhle. In dieser Höhle sind Skorpione, passt also auf, dass ihr nicht gestochen werdet. Lauft an der Seite rechts entlang vorbei, immer weiter rechts rum. Und dann kommt ihr zu dieser wunderschönen Person, die euch hiermit eine Fackel gibt. Ja, diese Fackel könnt ihr benutzen, könnt ihr einfach in euer Inventar legen, hier unten zum Beispiel auf die 1. Und dann könnt ihr die entzünden und habt ganz schnell ein Feuer. Und es geht noch weiter. Nachdem ihr das getan habt, kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Ich spule wieder vor und zeige euch das nächste, was ihr holen könnt. Übrigens mit Feuer fliehen die Skorpione vor euch, wie ihr sehen könnt. So, hier angekommen habt ihr einen Checkpoint, wo ihr schon mal euch Sachen angucken könnt. Aber viel wichtiger ist, dass es hier einen versteckten Gegenstand gibt, den man nicht so einfach entdeckt. Dazu müsst ihr nur Folgendes tun. Ihr geht hier hinten rum und hier einmal den Vogeltrank aufheben, geht hier hoch und jetzt könnt ihr hier den Berg hochhüpfen mit etwas Geschick. Nicht mal beim ersten Mal. Und dann könnt ihr hier langlaufen, hier rüber, hier raufhüpfen und hier hinten ist ein weiterer Wasser des Lebens. Hier oben könnt ihr auch wunderbar kartieren, dann habt ihr direkt sehr viel aufgedeckt, wie ihr sehen könnt. Und wir gehen jetzt weiter. Denn es gibt hier noch was zu entdecken, nämlich indem ihr den Weg hier weiterlauft. Und ich spule wieder ein bisschen vor, dass ihr das Ganze im Schnelldurchlauf seht, wo ich langlaufe. So, wenn ihr dem Weg bis hierhin gefolgt seid, kommt ihr zu diesem Dorngebüsch, da lauft ihr dran vorbei. Und nach dem Dorngebüsch findet ihr diesen wunderschönen Ort. Hier bekommt ihr Lehm, wie ihr sehen könnt, Lehm. Aber ihr bekommt hier auch frisches Wasser. Ihr könnt jederzeit hierher kommen und trinken oder eure Behälter auffüllen und ihr kriegt hier auch Rohrkolben, die ihr später für andere Sachen braucht. Das waren die nützlichen Sachen. Passt auf vor die Schlangen hier vorne, ja, dass euch die Schlangen nicht beißen. Einfach mit dem Speer wegballern. Und so habt ihr direkt mehrere Sachen gefunden. Die Quelle zeige ich auch nochmal auf der Karte. Die ist jetzt hier oben mittendrin, findet ihr diese Quelle. Einfach den Berg entlang laufen und fertig. Okay, kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Wenn ihr Sachen entdeckt oder Sachen in eurem Charaktermenü craftet, hier unten seht ihr das, habt ihr hier ein Craftmenü. Wenn ihr diese Sachen baut, kriegt ihr Skillpunkte.
Diese Skillpunkte sind sehr wertvoll und ihr könnt einiges hiermit bauen, wie ihr sehen könnt. Allerdings empfehle ich euch, diese Skillpunkte am Anfang in folgende Punkte zu stecken. Ja? Ich würde Punkte stecken in Durstregulierung 1, 2, 3, Hunger 1, 2, 3 und besser schlafen 1, 2, 3. Am Anfang nehmt ihr erstmal einen Punkt Durst, weil das am wichtigsten am Anfang ist. Ja? Und danach nehmt ihr einen Punkt Hunger, einen Punkt Schlafen und dann wieder von vorne. Stufe 2, Stufe 2, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 3, Stufe 3. Nachdem ihr das erledigt habt, geht ihr als nächstes hier oben auf Konzentration. Dadurch könnt ihr Gegner und auch Gegenstände besser entdecken. Macht das aber erst, nachdem ihr Durst und Hunger reguliert habt und schlafen, damit ihr längere Erkundungstouren machen könnt. Kommen wir zum Thema Werkzeuge. Es gibt einen weiteren wichtigen Punkt, den ich euch zeigen möchte. Und zwar ist das das Thema Werkzeugreparierung oder Rüstungsreparierung und Herstellung. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier einige Sachen. Zum Beispiel dieser Stein hier. Den kann man nicht reparieren. Ja, wenn ihr benutzt ist, baut ihr einfach einen neuen. Das gleiche empfehle ich euch übrigens für die Axt. Wenn ihr die Axt am Anfang craftet, hat sie 80 Haltbarkeit. Jedes Mal, wenn ihr sie benutzt, verliert sie an Haltbarkeit. Immer, wenn ihr sie repariert, verliert sie an maximaler Haltbarkeit. Diese geht immer tiefer. Achtet darauf, dass ihr ab einem gewissen Punkt Sachen nicht repariert, sondern lieber einfach zerstört und neu craftet. Ich empfehle das ab der Hälfte ungefähr. Ja, wenn der rote Balken bereits knapp die Hälfte ist, lohnt es sich nicht mehr, das zu reparieren, sondern schmeißt es lieber weg und craftet es neu. Neu craften seht ihr hier, also reparieren kostet euch einen Stein. Neu craften würde uns einfach nur einen Stein und einen Stock kosten. Ja, und dann hat sie wieder die volle 80 Wertigkeit. Ja, das lohnt sich viel mehr, als ständig zu reparieren für einen Stein. Das gleiche gilt für alle anderen Gegenstände und gilt auch für Rüstungen. Ab einem gewissen Grad lohnt es sich nicht, die Rüstung zu reparieren, sondern lieber neu zu craften. Kommen wir zu etwas weiteren Tipps, die für spätere Spiele wichtig sind, was ihr als erstes fokussieren solltet. Ich gehe jetzt einmal in mein Hauptspiel rein und zeige euch hier zwei, drei Sachen, die sehr wichtig sind, die ihr bauen solltet. Als allererstes hört ihr es gerade, es regnet. Ja, bei Regen ist es ganz wichtig, dass ihr draußen möglichst 3 oder 4 von diesen Kokosnuss-Regenwassersammlern gebaut habt. Dadurch kriegt ihr ständig frisches Wasser und könnt immer trinken. Bauen ist relativ simpel. Dafür braucht ihr nur ein Kokosnussgefäß, eine Liane, 4 Stöcker und ein breites Blatt. Ja, und dazu empfehle ich euch zu bauen ein primitives Fass. Hohler Baumstamm plus halber Baumstamm. Mit diesen zwei Sachen hier Regen einsammeln. Und dann geht ihr rein in eure Base und packt das Ganze in diese Fässer, die bis zu 20 lagern. Und das Wasser hier drin kann nicht verdunsten. Weil ich habe dir es gesichert. Ich habe hier zum Beispiel jetzt 60 Wasser einfach stehen, die ich jederzeit befüllen kann. Und ich kann draußen jederzeit trinken. Ebenfalls nützlich, direkt am Start möglichst schnell zu bauen, sind diese Wagen. Einmal den Baumstammkarren und einmal den Karren. Diese schaltet direkt am Anfang schon frei und könnt sie relativ schnell bauen. Dafür braucht ihr nur ein bisschen Holz, Lianen und fertig und halt weiter dasselbe. Der Karren sorgt dafür, dass ihr 6 Baumstämme transportieren könnt, wo ihr sonst immer nur einen transportieren könnt. Und der Karren selber kann 80 Gewicht tragen. Der spätere Improved-Wagen kann sogar noch mehr tragen. Wenn ihr ihn anklickt, seht ihr das hier. Ich kann jetzt hier einfach Sachen reinpacken und kann den Wagen einfach fahren und mitnehmen. Wenn ich zum Beispiel farmen möchte, gehe ich einfach mit dem Wagen los und kann dann den Wagen vollladen und muss nicht nur auf mein Inventar hoffen, sondern habe gleichzeitig auch noch einen kompletten Karren mit 80 Gewicht, den ich vollladen kann. Das gleiche gilt für den Karren mit dem Baumstamm. Ihr könnt einfach den Baumstamm aufsammeln, in den Wagen legen, 6 Stück passen drauf und dann könnt ihr die nach Hause ziehen. Im Abschluss sei gesagt, das Wichtigste, was ihr erstmal braucht, ist ein Unterschlupf, wo ihr schlafen könnt. Ich empfehle dazu direkt die Höhle am Start. Hier oben ist das Startgebiet, wo ihr ankommt. Und hier unten habt ihr direkt die Höhle, wo ihr erstmal überdacht seid, wo ihr ganz wunderbar ohne Probleme eure Base bauen könnt. Danach ist es wichtig, dass ihr erstmal eure Nahrungsversorgung untersucht, dass ihr eine ordentliche Nahrungsquelle habt und natürlich euer Wasser habt, damit ihr essen und trinken könnt. Da wir hier direkt am Strand sind, kann ich immer wieder Seesterne angeln gehen. Und ansonsten empfiehlt sich für eure Nahrung, eine solche Truhe zu bauen, eine große geschützte Truhe. Die seht ihr jetzt hier. Dafür braucht ihr Lianen, beide Blätter, langer Stock und kleiner Stock. Diese konservieren Lebensmittel besser. Das heißt, die Lebensmittel halten in dieser Kiste deutlich länger, als wenn ihr sie in der normalen Kiste lagern würdet. Gleichzeitig könnt ihr hier drüben noch einen Dehydrierer bauen. Dadurch könnt ihr Lebensmittel dehydrieren und dadurch werden die Lebensmittel auch noch mal länger haltbar. Sobald eure Nahrungsversorgung hergestellt ist, dass ihr Essen und Trinken habt,
könnt ihr auf eure Abenteuer beginnen und könnt anfangen, Boote zu bauen und raus aufs Meer zu fahren. Ich hoffe, diese kleinen Tipps haben euch ein bisschen geholfen und machen euch das Leben etwas einfacher zum Start in Survival Fountain of Youth. Kommt gerne in meinen Livestream rein, checkt aus twitch.tv/Irenia. Ich spiele momentan das Spiel relativ aktiv. Dort könnt ihr Fragen stellen, wir können zusammen Sachen bauen und basteln oder Sachen rätseln. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Spiel, ihr genießt es und überlebt so lange wie möglich. Lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr noch weitere Tipps habt. Vielleicht mache ich noch ein weiteres Video. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut, euer Irenia. Ciao.